großartig, liebe Shisha-Freunde. Ich und meine Amy 440 umgebaut mit Amy Absolut Bowl und ein Einlochkopf. Und drei Black Coca-Cola und Alufolie stellen euch heute eine neue Tabakersatznote vor. Und zwar haben wir heute, wir hatten Ice Fruits schon mal, aber heute haben wir Ice Fruits Cola. Scheiße. Heute haben wir Ice Fruits Cola. Hier, na, sehen wir, blende ich euch ein Foto ein. Do not eat, ja, Cola-Geschmack soll das Ganze sein, denn da sind ein paar Eiswürfel. So, und wie beim letzten Ice Fruits Game haben wir wieder hier so eine kleine Packung, ne? Und dann ist wieder hier so ein Gefäß drin, was ich doof finde, wie gesagt, das finde ich immer noch doof. Das ist, weil wenn es so umschüttet, dann ist alles, also wenn das hier drin ist und dann umfällt, dann ist das Matsch und liegt alles da drin in der Packung, dann kannst du das schön zusammensammeln. Ist ja auch egal, wir haben wieder hier so eine Perlen, so eine Drops. Blende ich euch als Foto ein, wie die aussehen und ja, vom Geruch. Cola muss ich eigentlich gar nichts anderes riechen. Es riecht einfach nur nach Cola, riecht sehr gut nach Cola. Aber wieder diese Haribo Gummiflaschen-Cola. Also wie gesagt, die Note, wie ich schon öfter gesagt habe, die ich nicht mag, aber beim Rauchen ist sie okay. Nee, ich bin jetzt nicht so der große Cola-Freund, aber sag, beim Rauchen, es gibt Schlimmeres, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres und ey, ich sau mir immer die Hände damit ein. Das ist ein bisschen eklig. So, ja, ich habe schon drei Kohlen drauf. Schon ein bisschen angezogen, ging alles ein bisschen fix, deswegen haben wir heute auch nur das rote Mikrofon, was oben auf der Kamera ist. Und nicht mein Großmembran-Mikrofon, deswegen ist die Soundqualität diesmal ein bisschen anders als sonst, ne? Ja, ich würde mal sagen, wir ziehen mal an. Wenn das kein Tabak ist, kann man so schön lang ziehen. Das macht auf jeden Fall Bock. Ja, also mit zwei Kohlen habe ich erst gehabt. Da lief das nicht so krass. Mit drei läuft es jetzt auf jeden Fall besser. Dann hier haben wir nochmal noch so nach unten dingsen. Ich sagte, das ist ein Einlochkopf, ein ganz normaler, rumgebaut um das eine Loch. Und läuft, sagen wir mal. Also ich würde sagen, es läuft. Schmeckt auf jeden Fall nach Cola. Man hat Rauchwolken, also man hat Dampfwolken. Schmeckt auf jeden Fall nach Cola, aber auch nicht so extrem. Wieder sehr leicht. Aber es schmeckt nach Cola, also schmeckt es ja auch nichts anderes. Aber auf jeden Fall ein bisschen stärker. Ich hatte ja schon mal Bananas und ich muss sagen, das schmeckt auf jeden Fall stärker als dieses Bananas, was ich hatte. Also mir auch persönlich besser. Ist jetzt natürlich jedem selbst überlassen, aber es ist halt so eine schöne künstliche Note und ey, das ist so eklig an den Händen. Das ist wie Molasse an den Händen, das ist die ganze Zeit so feucht so und also nicht wie Wasser, das sich einzieht, sondern es liegt die ganze Zeit wie so ein Film auf der Haut. Eklig. Nee, empfehlen oder nicht? Also als Tabakersatz mit Cola-Note hatte ich jetzt noch nicht, soweit ich weiß. Nee, hatte ich nicht. Dafür ist es okay. Schmeckt auf jeden Fall gut, nicht verkehrt. Es ist sehr, sehr leicht. Also ich ziehe hier. Und das ist nichts Besonderes. Also es schmeckt halt nach Cola. Sehr leicht. Wieder ein Tabakersatz. Nikotinfrei, teerfrei, ne? Alles so wie immer. Und ist auf jeden Fall okay. Preislich sind wir bei ab 5 Euro. Und ja, müsst ihr selbst wissen, ich habe es euch in der Beschreibung verlinkt, ich stelle es euch nur vor, ob ihr jetzt Tabakersatz rauchen wollt, ist euch überlassen, das ist wie gesagt dieses Gelmolasses. Und ja, schmeckt jetzt nicht verkehrt, ne? Ich habe jetzt mir da nichts anderes gedacht, ich dachte jetzt nicht, dass das nach, weiß ich, Erdbeere schmeckt, obwohl da Cola draufsteht, das dachte ich mir noch nicht. Aber wie gesagt, ich gebe auch nochmal den Tipp, mein eines Ice Fruits G haben ja wirklich 3600 Leute gesehen, das hat ein paar Aufrufe. Ice Fruits Gel, Leute, macht bitte hier drüber einen Deckel. Das hier drüber auch noch so ein Deckel ist. Nicht das hier. Nicht das hier, sondern da drüber einen Deckel. Und ich sage, okay, optimale Behältnis für so ein Gel. Ne?
Weil so ist es einfach die größte, also ich finde es so einfach kacke, nicht die größte Pisse, aber ich finde es so einfach kacke, weil, ne, hier fehlt ein Deckel. Wie gesagt, ich erkläre es nochmal, das hier rein wieder, das Ding fällt um, dreht sich auf den Kopf, die ganze Suppe hängt hier drin. Und das ist einfach, ne, blöd. Die Hampel hier rum, ey. Ne, wie gesagt, das gebe ich noch als Tipp mit an Big Fruits oder an Ice Fruits. Big Fruits sage ich schon, an Ice Fruits und jo Freunde, wenn es euch ansonsten gefallen hat, sind meine Hände wieder schön voll mit dem Zeug und ne, das ist nämlich der Nachteil davon, das läuft nämlich aus da rein, du fährst das unten an und hast dann, gut, ich lasse es, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde, wieder, wie gesagt, Links in der Beschreibung, ja, schmeckt nicht verkehrt, bis dahin, macht's gut, ich wünsche dir guten Dampf und wir schauen nochmal, was das hier leisten kann, ich finde das immer witzig. Wenn du hier richtig feuerst, gibst du dich einmal in die Mitte und dann... Hört sich wieder sehr, sehr witzig an.